Ach, das Putzen ist schlimm. Es macht einfach gar keinen Spaß. Und auch dieses Putzmittel bringt einfach nichts mehr. Ach, was hast du denn da? Nimm das. Öko-Reiner. Super. Und auch noch im Angebot. Wer putzt? Wer? Wer wischt? Keine Ahnung. Wer sprüht? Ja, wer denn? Wer bekommt jeden Schmutz weg? Das weiß ich nicht. Rate. Ist es dieser neue? Richtig. 99% von Viren und 100% aller Bakterien. Der Super Wischwasch-Öko-Reiner. Ah. Wer wischt feiner als der Öko-Reiner? Keiner. Öko-Reiner. Die Werbung verspricht ja wirklich viel. Meint ihr, das kann funktionieren? Ich glaube nicht. Es wäre cool, wenn. Aber das sind so viele verschiedene Flüssigkeiten. Insektenspray, Putzmittel. Die müssen eigentlich irgendwie chemisch miteinander reagieren. Ja. Und das Ganze dann noch umweltfreundlich. Ja, stimmt. Es muss doch noch weitere Infos dazu geben. Lasst uns doch mal im Internet recherchieren. Ja, lass mal machen. Es gibt bestimmt irgendwelche Studien über dieses Putzmittel. Und es muss ja nicht gleich heißen, dass es schädlich für die Umwelt ist. Ja, stimmt. Eine Frau, eine Wissenschaftlerin, die sagt, das Produkt ist schlecht. Ja, und wie? Und da ist noch was da? Ja, da ist ein Video. Hallo sehr verehrte Kollegen und Kolleginnen. Heute möchte ich Ihnen meine Studie zu Öko-Reiner vorstellen. Der Öko-Reiner ist sehr umweltfreundlich, löst Fette und hat einen sehr geringen Schadstoffwert. Man sieht hier die Flüssigkeit einer anderen Firma, ein anderes Putzmittel. Sehr hoher Schadstoffwert, das sieht man an der roten Farbe. Und hier die grüne Flüssigkeit. Sehr geringer Schadstoffwert. Firma Öko-Reiner sieht man an der grünen Farbe, sehr geringer Schadstoffwert. Die Verpackung ist recycelbar, bedeutet, es ist nochmal sehr umweltfreundlich. Es tötet 100% der Bakterien und 99% der Viren. Danke für Ihre Aufmerksamkeit. Der sagt ja echt viel Positives. Ja. Da war der andere Artikel eigentlich realistischer, der von der Frau. Ja. Stimmt. Dann gehen wir noch mal hin zu dem Artikel. Hier. Oh, und schau mal, da ist eine E-Mail-Adresse. Stimmt. Ja. Lass uns doch lieber eine E-Mail schreiben und uns da mit dem Wissenschaftler treffen. Ja. Ja. Gute Idee. Ist es so gut? Ja. Okay. Finde ich auch. Senden. Zwei verschiedene Meinungen. Das kann eigentlich gar nicht sein. Also, wer von denen hat jetzt recht? Das müssen wir uns eigentlich mal anschauen, oder? Ja, ja. Müssen wir machen. Definitiv. Ja? Hallo, guten Tag. Guten Tag. Hallo. Hallo. Setz dich. Also? Wir hatten Ihnen eine E-Mail geschrieben und haben gehofft, dass Sie uns vielleicht ein paar Informationen über den Öko-Reiner geben könnten. Und über die Firma. Genau. Okay, also der Öko-Reiner. Dieses Produkt ist definitiv nicht umweltfreundlich. Es ist umweltschädlich. Ganz schlimm, diese ganzen chemischen Elemente, die alle gemischt wurden. Nee, also umweltfreundlich ist es nicht. Und die Firma ist ganz schlimm. Reiner GmbH, alles Betrüger. Die machen hier eine riesen Verschwörung mit diesem Produkt. Ich sag's euch. Dieses Produkt ist ganz schlimm. Aber die sehen doch eigentlich ganz harmlos aus, oder? Harmlos sind die nicht. Ich meine, guckt euch mal die Bilder an. Mit wem telefoniert ihr da? Und seht ihr den Streit zwischen den Beinen? Das hat irgendwas mit diesem Produkt auf sich. Also, ich finde, das sind schon genug Informationen. Und ich würde sagen, wir fühlen der Firma jetzt mal ein bisschen auf den Zahn. Ja, genau. Okay, ja. Sehr schön. Dann. Tschüss. 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 Schönen Tag noch. Schönen Tag noch. Guten Abend, meine Damen und Herren. Ich begrüße Sie zur heutigen Tagesschau. Heute ereignete sich ein Mord. Der 43-jährige Peter Weyrer wurde tot in seinem Haus aufgefunden.
Er war bekannt für seine Studie über Ökoreiner, in der er bezeugte, dass jenes Produkt sehr nachhaltig sei. Gegen eine Wissenschaftlerin wird nun ermittelt, da sie eine Studie veröffentlichte, die das Gegenteilige zu Ökoreiner besagte. Es tut mir sehr leid. Dazu beschuldigte sie das Opfer, von der Firma bezahlt worden zu sein. Und nun zu den Zeugenaussagen, die die Leiche fanden. Schrecklich, ich habe mich bei diesem Anblick so erschreckt. Die Leiche lag einfach so da, als ich sie gesehen habe. Ich kann nur sagen, es war der größte Schock in meinem Leben. Ich habe natürlich sofort die Polizei verständigt. Ich bin immer noch total unter Schock und verwirrt. Schrecklich, so schrecklich. Von Seiten der Polizei kann ich die Zeugenaussage bestätigen. Opfer des Mordes war ein Wissenschaftler. Die Hauptverdächtige ist eine Wissenschaftlerin, Professorin C. Parker. Erste Ermittlungen deuten auf einen Giftanschlag hin. Von weiteren Informationen muss ich momentan leider abwägen, da die Ermittlungen noch andauern. Ach Leute, wir hatten schon wieder das Tablet angelassen. Wahrscheinlich Hannah, die hat es doch vorhin die ganze Zeit gehabt. Mach's doch bitte einfach aus, das spart so viel Akku. Warte, die Nachrichten kommen gerade. Stimmt. Heute ereignete sich ein Mord. Der 43-Jährige wurde tot in seinem Haus aufgefunden. Hä? Er war bekannt. Das ist doch der aus dem Video, oder? Stimmt. Und die Verdächtigen ist Parker. Hä? Aber warum? Wir waren bei... Die Firma. Bestimmt war das die Firma. Die Frau Parker hat gesagt, dass mit der irgendwas nicht stimmt. Dann lass uns auch da hinfahren. Ja. Und denk dran, das auszumachen. Okay. Wir haben nicht mehr gelaufen. Das sind die Abenteuer von Foxtrot. Das sind die Abenteuer von Foxtrot. Das sind die Abenteuer von Fox 4. Volles Rohr. Ich bin Phil und ich weiß, was ich will. Und wenn es spannend wird, stehe ich niemals still. Ich bin selbstbewusst, andere sagen, ich bin stur. Dabei nehme ich's nur genau wie eine Uhr. Ich bin Hanna und bin oft verpeilt. Ich mach viel Sport, bin gut gestylt. Ich bin laut aufgedreht und lache gerne. Verfolg meine Ziele und greif nach den Sternen. Ich bin Max und ich liebe es zu lesen. Manchmal wirkt es so, als würde ich alles wissen. Egal zu welchem Thema, ich stelle viele Fragen. Wenn's mich interessiert, habe ich immer was zu sagen. Ich bin Sophie und besitze Empathie. Wenn ich den Raum betrete, spüre ich die Energie. Mir ist Ordnung wichtig, ich bin immer hilfsbereit. Ich bin sofort zur Stelle, wenn jemand Hilfe schreit. Das sind die Abenteuer von Fox 4. Das sind die Abenteuer von Fox 4. Das sind die Abenteuer von Fox 4. Fox 4. Volles Rohr. Ihr habt bestimmt schon mitbekommen, der Wissenschaftler ist gestorben, der für uns Studien herausgebracht hat. Ich würde über den Vorfall einfach mal mit euch reden, aber bevor das geschehen kann, müsste ich einmal dringend telefonieren, deswegen setzt euch einfach, ich komme in 5 Minuten wieder.
seien wir mal ehrlich. Wollen wir einfach so weitermachen? Wollen wir nicht darüber reden, wie Frau Eisele den Wissenschaftler umgebracht hat? Wir wissen doch alle, sie hat etwas gegen die Firma, sie hat etwas gegen das Produkt, sie hat ein großes Motiv. Jetzt, wo der Wissenschaftler tot ist und es nur noch die negative Studie gibt, wird die Firma pleite gehen und sie hat ihr Ziel erreicht. Wieso ich? Er war's. Er hat noch Schulden bei dem Wissenschaftler. Ich soll Herr Weimer umgebracht haben? Ich habe mich mit ihm gut verstanden. Ganz im Gegensatz zu Karl. Karl, du hast ihn umgebracht. Gib's zu. Was? Ich? Nein. Also, wenn, dann Frau Schmidt. Sie haben doch das gute Verhältnis zum Chef. Und jetzt, wo der Chef so viel zu tun hat, können Sie sich ganz einfach eine Gehaltserhöhung erschleichen. Also komm, geben Sie es zu. Sie waren's. Das glauben Sie doch wohl selber nicht. Was soll das denn? Entschuldigung, wir warten Sie. Das ist ja grundsätzlich immer möglich, aber gerade ist wirklich schlecht. Eine wichtige Besprechung und da geht es jetzt also gerade leider nicht. Aber vielleicht schaut ihr mal bei uns auf der Webseite vorbei. Okay. Unter Kontakte und Leitung müsste meine E-Mail-Adresse zu finden sein. Dann könnt ihr dort eure Fragen stellen oder wir machen uns einen Termin aus und treffen uns dann nochmal. Ja, danke. Dann tschüss. Ihr raus. So knapp. Ein Glück, dass wir danach straflos davongekommen sind. Ja. Aber der Chef wirkte eigentlich total nett, fand ich. Ich glaube nicht, dass der Mörder ist. Ja. Aber diese Mitarbeiter kommen mir irgendwie komisch vor. Bestimmt ist einer von denen der Mörder. Kommt, lass uns zur Wissenschaftlerin fahren. Stimmt, gute Idee. Ja, machen wir. Leute, ich habe keine Luft mehr in meinem Hinterreifen. Was? Vorhin war doch noch Luft drin. Da sind Einstichlöcher. Wer könnte das bloß gewesen sein? Leute, die Firma. Wahrscheinlich sind sie uns gefolgt. Verdammt, sie sind uns auf der Spur. Aber das lassen wir uns nicht gefallen. Und? Habt ihr den Mörder? Nein, noch nicht. Aber wir sind ihm dicht auf der Spur. Ihr müsst euch ranhalten. Ich sitze schon in U-Haft, obwohl ich unschuldig bin. Uns fehlt noch ein letzter entscheidender Hinweis. Wir meinen, irgendein Fehler muss der Mörder doch gemacht haben. Lasst mich mal überlegen. Vielleicht kann ich euch helfen. Ich hab's. Ich weiß, womit der Professor umgebracht wurde. Und zwar? Mit dem Gift. Natürlich. Jetzt könnt ihr mich rausholen. Oh mein Gott. Leute, ich weiß, wer der Mörder ist. Was wollt ihr denn hier? Sie sind ein Mörder. Was? Warum? Wir haben die Giftflasche im Versammlungsraum gesehen. Auf den hat doch jeder Zugriff. Und einer ihrer Mitarbeiter hat sie verraten. Das würde sie nie tun, oder was glaubt ihr, wer euren scheiß Fahrradreifen zerstochen hat? Und die Polizei ist auf dem Weg. Scheiße. Der Plan war so perfekt. Ich musste den Wissenschaftler vergiften. Die Studien von ihm waren gekauft und er wollte mehr Geld. Durch den Mord lag der Verdacht bei der anderen Wissenschaftlerin. Ihre Studie war unglaubwürdig. Meine Firma gerettet und wir verdienen mehr Geld. Nein, jetzt wegen euch kann ich einpacken und muss ins Gefängnis. Ha. Fall gelöst. Das sind die Abenteuer von Fox 4. Das sind die Abenteuer von Fox 4. Das sind die Abenteuer von Fox 4. Volles Rohr. Ich bin Phil und ich weiß, was ich will. Und wenn es spannend wird, stehe ich niemals still. Ich bin selbstbewusst, andere sagen, ich bin stur. Dabei nehme ich's nur genau wie eine Uhr. Ich bin Hanna und bin oft verpeilt. Ich mach viel Sport, bin gut gestylt. Ich bin laut aufgedreht und lache gerne. Verfolg meine Ziele und greif nach den Sternen.
Ich bin Max und ich liebe es zu lesen. Manchmal wirkt es so, als würde ich alles wissen. Egal zu welchem Thema, ich stelle viele Fragen. Wenn's mich interessiert, habe ich immer was zu sagen. Ich bin Sophie und besitze Empathie. Wenn ich den Raum betrete, spür ich die Energie. Mir ist Ordnung wichtig, ich bin immer hilfsbereit. Ich bin sofort zur Stelle, wenn jemand Hilfe schreit. Das sind die Abenteuer von Fox 4. Das sind die Abenteuer von Fox 4. Das sind die Abenteuer von Fox 4. Fox 4. Volles Rohr.